Hallöchen zusammen, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder nach Hause gelaufen. Ich habe noch nichts ausgeräumt. Bewusst nicht. Und zwar möchte ich gerne das Zeug jetzt heute mit euch noch wegräumen. Und wir uns das erste Mal um diese Netherite-Sache kümmern können. Da freue ich mich jetzt schon sehr darauf. Crying Obsidian schmeiße ich jetzt auch mal da rein. Den goldenen Apfel noch hier. So. Dann die Upgrade-Tools, wenn wir auch kurz da reinkommen. Wir machen alles mal weg, damit das alles mal ein bisschen aufgeräumt ist hier. Das gehört ja auch dazu. Jetzt haben wir hier eine Self-Touch-Schaufel und hier noch eine auf Reserve. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Wir brauchen einmal, damit wir hier uns jetzt um das Netherite-Zeug hier kümmern können, brauchen wir das ganze Netherite-Zeug. Wir brauchen 4 Netherite-Scraps, beziehungsweise einmal dieses Ancient Debris, das wir jetzt in der Bastion gefunden haben in der letzten Folge. Das Einschmelzen, da bekommt man die Scraps und davon brauchen wir jetzt noch hier 4-mal Goldbarren. Wir brauchen 2 Eisenbarren und wir brauchen noch 4 von den Planks. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Wartet mal, ich möchte gerne kurz die Diamantschuhe anziehen und nicht die Goldschuhe. Die ziehe ich jetzt wieder aus, die braucht man nicht mehr. Dann machen wir uns den Smithing Table, den Schmiedetisch. Den machen wir hier mit 4 Holz und 2 Eiseningots. Dann haben wir den Smithing Table. Den brauchen wir wieder um dann das Tool oder die Sache, die wir da haben möchten, abzugraden, brauchen wir den Tisch. Und wir brauchen natürlich hier dieses Upgrade-Tool. Und das Ding können wir vermehren, das Upgrade-Tool. Und dafür brauchen wir aber noch Netherrack und die Diamanten. Dann nehmen wir uns die Werkbank, stellen die uns hier auf, setzen hier das Upgrade-Tool hier oben rein, was wir verdoppeln möchten oder duplizieren möchten. Da in die Mitte kommt ein Netherrack und außenrum jetzt kommen hier Diamanten und wir bekommen wieder 2 Stück raus. Also ihr könnt das immer einmal verdoppeln. Ihr könnt hier wieder 1 reinsetzen. Und hier bekommt ihr jetzt wieder 2 raus. Und jetzt haben wir schon 4 Stück. Ihr braucht das Ganze 9-mal. 4 für diese Rüstung hier und 5 Stück für unsere Tools hier unten. Und wenn ihr die Harke noch machen möchtet, dann bräuchtet ihr natürlich 1 mehr. Insgesamt dann 10 Stück. Mir reichen jetzt aber gerade vorerst die 4 Stück. Ich möchte nicht alle Diamanten jetzt dafür aufgeben. Deswegen lasse ich das jetzt. Nehme da das eine Tool raus, das Upgrade-Tool. Und wir gehen jetzt kurz hoch. Und dann machen wir uns an das erste Netherite-Tool oder Rüstungsteil. Ne? Hier einmal die Öfen hin. So. Dann hier Ancient Debris rein. Kohle rein, einmal durchbrutzeln und wir bekommen Netherite Scrap. Endlich! Das erste Netherite Ingot wird jetzt hergestellt. Und zwar machen wir das so und hier die Netherite Scraps und wir haben unser Netherite Ingot. Jetzt, wenn ihr das upgraden möchtet, jetzt könnt ihr euch überlegen, was möchtet ihr? Ich habe jetzt halt das Netherite Tool noch nicht abgegradet. Oder noch nicht bearbeitet vom Texturpaket her. Deswegen könnten wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen unsere Silk Touch Spitzhacke. Sagen wir, komm, wir nehmen die Silk Touch Spitzhacke. Dann brauchen wir hier das Upgrade Tool. Dann hier das Tool, was wir upgraden möchten. Und daneben brauchen wir unser Ingot. Und hier kommt jetzt das Ganze raus. In Netherite-Form. Sehr cool. Hier haben wir die normale Spitzhacke. Hier meine Variante. Sieht jetzt ein bisschen kurios aus. Ich weiß. Ich werde das Ganze noch auf Netherite umbasteln von der Textur, damit das alles wieder einheitlich aussieht. Das sieht jetzt anfangs ein bisschen kurios aus. Ja, nu. Ist es so. Wir haben jetzt das erste Tool hergestellt. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Wirklich. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Wir haben ja vorhin diese Netherite-Spitzhacke
uns hergestellt bzw. auf Netrite abgegradet. Die Textur sah nicht so cool aus. Ich habe jetzt kurz einen Schnitt gemacht, damit ich die ganzen Tools und die Rüstung und alles bearbeiten kann. Und ein bisschen anpassen, damit das auch wieder dann designtechnisch wieder besser passt, wie hier mit den Diamond Tools. Jetzt möchte ich gerne aber, da wir hier schon die eine Netherite Spitzhacke haben, möchte ich auch die anderen Tools bald mal auf Netherite bringen und auch die Rüstung. Und dafür brauchen wir Ancient Debris, das heißt antiker Schrott. Damit wir aber das farmen können, brauchen wir ein bisschen Feuerresistenztränke und wir brauchen ein bisschen von den Netherwarzen. Wir haben ja schon einiges gefunden mittlerweile. Hier haben wir noch Magma-Creme, die brauchen wir nachher, um die Getränke zu brauen. Und jetzt möchte ich gerne mit euch aber den Braustand einmal bauen, damit wir den haben. Wobei, komm, lass uns das gleich oben machen. Und lass uns das oben einrichten. Mal hier aufstellen, hier haben wir auch die Öfen und alles. Das heißt, wir bauen jetzt einen Braustand. Wir brauchen 3 Cobblestone oder Blackstone. Das geht auch. Und eine Luhenrute. Wir haben keinen Braustand gefunden bis jetzt. Deswegen craften wir den selber. Den Braustand setze ich jetzt hier einfach hier auf den Ofen drauf. Fertig. Dann brauchen wir, damit wir überhaupt Getränke brauen können, brauchen wir Glasflaschen. Die craften wir mit 3 Stück so. Ich mache jetzt da mal, ja, 9 Stück. Ja, kommt, 9 Stück sollten mal reichen für den Anfang. Und wir brauchen eine Wasserquelle, beziehungsweise wir brauchen ein Wasserbecken, damit wir uns die Flaschen auffüllen können. Und ich gehe jetzt die Flaschen hier unten kurz am See auffüllen. Oder am Meer, besser gesagt. Oh nee. Creeper, nein. Ach, Mojang. Da haben die Zombies alle einen Plumpkin-Kopf. Sieht schon witzig aus, ne? Hätte mich auch in Ruhe lassen? Mensch, ich will hier meine Glasflaschen auffüllen. Ja, ja, komm, lass es gut sein. Jetzt verbrennen die nicht mehr am Tag, ne? Das ist so ein typischer Gag von Mojang. Falls ihr den nicht kennt. Die machen das an Halloween immer. Dann setzen die den Mobs einen Kürbis auf den Kopf. Ah. Wir sind wieder zurück. Jetzt brauchen wir die 3 Glasflaschen. Die machen wir hier rein. Und wir brauchen ein Brennmaterial, damit wir uns die Getränke brauen können. Wir können aus den Blaze Rods, also aus den Lohnruten, können wir Lohnstaub oder Blaze Powder machen. Je nachdem, auf welcher Sprache ihr das Spiel spielt. Die kommen hier rein. Und jetzt brauchen wir ein mysteriöser Trank, oder so heißt das Ding, glaube ich. Seltsamer Trank, damit wir dann weiter brauen können. Dafür brauchen wir die Netherwarze. Wir können jetzt aber auch noch die Netherwarzen da außen rum irgendwo, lass uns die hier ein bisschen anpflanzen, damit wir die vermehren können. Sieht jetzt nicht wirklich schön aus, muss ich zugeben, aber ja, machen wir jetzt einfach mal. Ist jetzt gerade von Nutzen und nicht von Design oder Schönheit, deswegen Awkward Potion, genau. Damit wir jetzt einen Feuerresistenztrank bekommen, brauchen wir die Magma-Creme. Die bekommt man ja von den Magma-Slimes oder so, wie wir es gemacht haben und per Zufall mit Glück aus einer Kiste bekommen haben, aus der Bastion. Dann warten wir wieder, bis das hier durchgebrannt ist oder durchgebrutzelt ist, damit wir hier Feuerresistenztränke haben. Jetzt haben wir die Tränke für 3 Minuten jeweils. Das können wir aber verlängern und dafür verwenden wir Redstone. Und dann haben wir die Effektzeit von 3 Minuten auf ganze 8 Minuten erweitert. Und das ist schon sehr, sehr cool. Man kann jetzt auch aus diesen Getränken hier einen Wurftrank bauen oder machen. Dafür bräuchtet ihr aber dann Schießpulver. Und wie ihr seht,
haben wir jetzt hier Feuerresistenz 8 Minuten lang. Und das eine sehr, sehr coole Variante. Damit können wir jetzt auch in Lava schwimmen gehen. Da ist es natürlich schön warm, ne? Vielleicht für die einen ein bisschen zu warm. Wen ich jetzt damit angesprochen habe, die Person weiß Bescheid. Schmeiß dann noch das Redstone rein und wir gehen nach unten in unser Lager, damit wir Betten craften können. Damit wir dann im Nether den antiken Schrott aufdecken können. Ihr könnt natürlich auch Freihand abbauen mit der Spitzhacke. Auf jeden Fall, das geht. Aber ich möchte es mit Betten angehen, da wir ja mehr als genug von den Betten haben, also mehr als genug von der Wolle haben. Das Problem ist halt jetzt, diese Getränke hier, die brauchen auch immens Platz, ne? Damit haben wir nachher weniger Platz im Inventar selber, aber damit müssen wir jetzt halt leben. So doof es jetzt auch klingt oder so doof es jetzt auch ist. So, das heißt, wir brauchen die Netherwarzen nicht mehr. Die können wir reinschmeißen. Dann die Wassereimer, die habe ich eigentlich gedacht für eine unendliche Wasserquelle. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Glas brauchen wir auch nicht mehr. Dann die Blaze Rods schmeiße ich jetzt auch da rein. Die zwei Sachen brauchen wir jeweils nochmal einmal. So, dann können wir den Rest hier wieder in die Kisten versorgen. Reinschmeißen. Dann ist hier wieder aufgeräumt und ordentlich. Dann nehme ich da noch ein bisschen Holz mit, damit wir nachher gleich die Betten craften können. Die machen wir jetzt oben in der Zwischenzeit, wo wir auf die Getränke warten, bis die ganz durchgebrutzelt sind. Wir haben jetzt 10 Stück. Ja, wir können noch mehr bauen, wenn wir möchten. Wie viele Betten hätten noch Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück hätten noch Platz, theoretisch. Das heißt, wir machen nochmal 6 Stück, damit wir noch einen Inventarplatz frei haben. Dann gehen wir jetzt rüber in den Nether und schauen mal, ob wir da fündig werden mit antikem Schrott. Ich habe die Goldboots wieder an, habe uns neue gecraftet. Die anderen, die sind fast durch. Das lohnt sich nicht mehr, da irgendwie da noch was zu machen. Dann suchen wir uns jetzt einen Platz raus, wo wir in Ruhe uns nach unten graben können, wo wir aber auch den Platz merken können. Ich würde mal sagen, wir gehen da drüben, wo die Festung ist, gehen wir da irgendwo nach unten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir finden noch einen besseren Platz. Ja komm, lass uns hier einfach nach unten graben. Fertig. In der Hoffnung, hier kommt nicht gerade der Lavasee. Da sind wir auch schon relativ gut unten. Ja gut, Quarz. Ja, wenn ich es jetzt gerade so abbaue, nehme ich es mit, ansonsten lasse ich es liegen. Brauchen wir ja nicht zwingend, ne? Wir müssen auf die Höhe 15, 16 rum, so. Oh, wo sind wir jetzt? Auf der Höhe 19. Ja, dann gehen wir noch ein Stückchen nach unten, würde ich sagen. Wir sind jetzt auf der Höhe 15. Das ist auch eine der besten Höhen. 16 wäre, glaube ich, optimal, wenn ich es richtig weiß. Gehen wir jetzt auf die Höhe 16. Perfekt. Dann graben wir uns hier so ein kleiner Bereich aus, damit wir hier Platz haben. Dann gehen wir in eine Richtung. Lassen wir da ein bisschen Abstand zu da drüben. Und dann fangen wir an mit dem ersten Bett. Und zwar saufen wir jetzt erstmal ein Getränk, damit wir Feuerresistenz bekommen. Und dann auch in Lava schwimmen können, besser gesagt. Beziehungsweise, dass wir da keinen Schaden bekommen von der Lava. Dass wir hier das Bett mit Rechtsklick anklicken können. Denn im Nether kann man nicht schlafen. Und das machen wir uns zunutze, dass wir hier das ausnutzen für Netherite-Farmen. Beziehungsweise für den Explosivschaden. Die Explosion haben wir in der Kürze einen größeren Bereich freigegraben. Und so können wir dann am einfachsten einfach Netherite Farm gehen. Hier baue ich jetzt uns einen Weg darüber, damit wir da auch in Ruhe gemütlich rumlaufen können. Wenn wir da kein Netherite gefunden haben, dann graben wir uns da wieder weiter rein. Hier ist ein Lavasee, ne? Mist, Leute. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Na dann, auf gut gelingen, ne? So, wo haben wir da was? Wie sieht's aus? Wieder kein Netherite. Ich sehe jetzt gerade zurzeit nichts.
Heißt, wir können ja in Lava schwimmen. Wir haben hier Feuerresistenz noch für 58 Sekunden. Gut, ich habe aus Versehen vergessen, hier die letzten drei noch mit Redstone zu versehen. Ja gut, dann trinken wir jetzt nochmal ein und wir haben jetzt die 8 Minuten wieder unter der Lava. Siehst du das halt leider nicht so gut mit dem antiken Schrott. So, das heißt, wir haben ja da jetzt kein Glück gehabt, ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier, gehen wir da mal geradeaus auf die Seite und versuchen unser Glück hier. Vielleicht haben wir ja da ein bisschen mehr Glück mit dem Ganzen. Dann nehmen wir uns wieder das Bett. Wieder hier aufstellen und einmal rechts klicken. Falls ihr da keinen Schaden bekommen wollt oder wirklich so wenig wie möglich, dann könnt ihr auch einen Blackstone hier, einen Schwarzstein hier vorne reinsetzen oder einen Bruchstein. Das geht auch. Dann habt ihr die Gefahr nicht so, dass ihr da Schaden nehmt davon. Und hier ist einfach ein kompletter Lavasee hier. Hier ist nichts außer Lava. So, ich grab mich jetzt mal mit der Spitzhacke ein bisschen drum. Und versuche so mein Glück. Aber das sieht auch schlecht aus. Der Nachteil, wenn ihr das macht, die Spitzhacke, die Haltbarkeit von der Spitzhacke, die geht so drastisch nach unten. Aber so deftig. Ihr könnt ja mal zugucken, wie schnell dieser Balken nicht mehr grün ist. Der wird jetzt dann gleich auf gelb switchen. Und wir haben das hier jetzt alles abgebaut. Wie ihr seht. Und noch kein Netherite gefunden. Gut, das ist jetzt noch nicht wirklich viel, was wir abgebaut haben. Aber ein bisschen Glück wäre schon schön, ne? Und wir sind ja unter dem Lavasee. Das ist auch der optimalste Bereich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer Netherrack und Schwarzstein. Und Kies. Aber ihr seht, die Haltbarkeit von der Spitzhacke, die geht so schnell nach unten. Das ist nicht mehr normal. Ich meine, ich kann sehr schnell und sehr effizient Blöcke abbauen. Auf jeden Fall. Aber das bringt mir leider nicht wirklich viel, wenn ich hier keinen Netherite finde. Ja, hallo Lavasee. Nächster Lavasee aufgedeckt. Antiker Schrott. Unsere ersten antiken Schrottblöcke. Wir brauchen ein bisschen Platz hier. Nein, das will ich nicht. Danke. So. Und nochmal ein antiker Schrott. 4 von diesen antiken Schrott geben ein Netherite Ingot. Also ein Netherite Barren. Das heißt, wir brauchen ordentlich. Wirklich ordentlich. Das ist ein bisschen sehr teuer, so ein einzelner Netherite-Barren herzustellen. Ich grab mich da mal ein bisschen weiter. Ich mache auch die Betten noch alle, dass wir da alle aufgebraucht haben. Und würde euch wieder dazu holen, weil ich da ein bisschen fündig geworden bin. Aber ich wollte euch jetzt kurz da zeigen, für die einen, die das vielleicht noch nicht kennen, wie das funktioniert oder was die beste Methode ist. Wollte ich das einfach kurz euch zeigen, euch mit auf den Weg nehmen dafür. Und da würde ich jetzt ein bisschen Netherite farmen gehen. Und ich würde euch dazu holen, sobald ich da wieder ein bisschen was gefunden habe. Wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein, aber das werden wir jetzt dann gleich herausfinden. Eine gefühlte Ewigkeit später. Ich habe keine Betten mehr. Wie ihr seht, habe ich schon 8 Stück gefunden. Hatte doch ein bisschen mehr Glück. Hab da hinten alles mal freigesprengt. Und hier ist noch ein weiterer antiker Schrott. Wir haben jetzt insgesamt 9 Stück davon. Aber es würde natürlich auch noch mehr gehen, theoretisch. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Hier vorne kommt so ein großer Lavasee, den ich nicht zubauen konnte. Denn normalerweise baue ich ja hier die Lava ab. Damit wir auch sehen, ob hier wirklich nichts dahinter ist oder drunter ist. Wir haben zu Hause noch Gold. Und da würde ich gerne mit euch die ersten 1, 2 Rüstungsteile vielleicht oder das weitere Tool hier auf Netherite bringen. Aber das war jetzt ein cooler Ausflug, finde ich. Das war toll. Hat mir gut gefallen hier. Haben ordentlich was zusammensuchen können. Dann gehen wir jetzt kurz nach unten. Verräumen hier das Zeug, was wir da nicht mehr brauchen. Was wäre sinnvoll? Das Schwert? Ja,
ist nicht zwingend notwendig, aber so die Werkzeuge hier, die wären sicherlich nicht schlecht, aber die Rüstung, nee, die Rüstung, ich glaube, die Rüstung lassen wir noch sein. Dann machen wir die Spitzhacke hier, auf jeden Fall. So, dann das Gold da rein und die Netherite Scraps da rein. Wir bekommen 2 Netherite Ingots. Dann machen wir die Upgrade Tools hier rein, das hier rein. Dann nehmen wir die Schaufel und machen die aus Netherite. Dann die Spitzhacke noch. Sehr schön. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Hat echt Spaß gemacht. War eine sehr erfolgreiche Folge, wie ich finde. Lasst doch gerne ein Like da. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Genießt es. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.